Ich grüße Sie ganz herzlich zu einem Video, in dem ich Ihnen gerne erklären möchte, was es mit der gelben Initiative auf sich hat und was wir von der gelben Initiative aus schon getan haben und was wir aktuell gerade tun. Denn nicht alle Menschen kennen uns, nicht alle Menschen wissen, worum es uns geht und wer wir sind und was wir sind. Wir sind ein Zusammenschluss innerhalb des VDHs. Andere Vereine haben sich uns angeschlossen. Also der CFBAH ist der Gründungsverein, der Club für britische Hütehunde. Und wir haben ungefähr im April, Mai festgestellt, dass tatsächlich die aktuelle Situation sich für die verantwortungsvollen Züchter mehr als schwierig gestaltet. Ich rede ganz bewusst immer nur hier von den verantwortungsvollen Züchtern, weil eine andere Frage sich mir oder uns gar nicht stellt. Für uns gibt es nur die Züchter, die bei uns züchten. Natürlich ist es klar, dass wir auch unter uns Menschen haben, die Regeln brechen, aufweichen, wie auch immer, gegen die müssen wir vorgehen und das tun wir auch. Aber es ist nicht so, dass wir aus Züchtern bestehen, die die Tiere krank züchten oder die tatsächlich bewusst Tierleid und Qualen und Schmerzen in Kauf nehmen. Das ist mitnichten so. Und aktuell sind alle Rassehunde sowie deren Züchter und Zuchtrichter oder Präsidiumsmitglieder, alle Amtsinhaber, Ehrenämtler sind in sind unter einen Generalverdacht gestellt worden. Das ist eines Rechtsstaats, wie wir ihn hier haben, es ist unwürdig auf der einen Seite. Und tatsächlich macht das auch etwas mit den Menschen. Es ist nicht richtig, es ist nicht recht. Und diese Willkür, die verantwortungsbewussten Züchter trifft, die macht etwas mit diesen Menschen, sodass sie sich nicht mehr sicher fühlen. Sie überlegen aufzuhören. Das ist vielleicht auch gewollt oder billigend in Kauf genommen. Aber was dabei passiert oder was die Konsequenz daraus ist, ist einfach wirklich, dass der Markt, der ja befriedigt werden wird, das ist einfach so, dass da die Menschen, die Käufer abwandern und noch mehr als bisher von Hinterhofzüchtern ihre Hunde erwerben. Und den Hinterhofzüchter, den Vermehrer, ja, es gibt auch außerhalb vom VDH verantwortungsbewusste Züchter, so ist das nicht. Aber ich kann nur für den VDH und für meinen Verein und für die gelbe Initiative mit den Vereinen sprechen. Und tatsächlich ist es so, dass ein Vermehrer diese ganzen Geschichten, die ganzen Verordnungen, die interessieren den nicht, weil er immer schon sich in der Grauzone, zumindest in der Grauzone, bewegt. Meistens ja sogar noch schlimmere Sachen. Und Tatsache ist, dass man es immer sehr schwer hat, dieser Leute habhaft zu werden, obwohl sich die Amtsveterinäre natürlich bemühen. Aber es ist schwieriger und die Erfolge sind tatsächlich auch, ja, die sind nicht so einfach und schnell herbeizuführen, weil auch die Daten fehlen. Im VDH hat man ganz schnell alle möglichen Daten für die Hunde und auch für die Besitzer, weil wir Zuchtbücher führen und tatsächlich auch Wurfbücher führen und unsere Daten kann man finden. Also wir sind ein offenes Buch sozusagen und das wird uns jetzt zum Verhängnis und das darf nicht sein, denn diese Offenheit und das unsere Zuchtprogramme, die wir seit so vielen Jahren, also viele von uns gibt es schon seit über 135 Jahren, dass diese Qualitätszucht jetzt tatsächlich in Schieflage gerät. Das ist überhaupt gar nicht, hat überhaupt gar nichts damit zu tun, dass wir ständig unsere Zuchtprogramme anpassen müssen. Das tun wir bereits, ja, und das müssen wir auch wahrscheinlich noch mehr als bisher tun. Das ist gar keine Frage und dieser Verantwortung stellen wir uns. Wir schulen unsere Zuchtrichter und unsere Züchter regelmäßig. Wir haben sogar Freude daran, weil das ist unser Leben. Das ist das, was wir
wirklich unser Leben lang tun. Diese Ehrenämter sind mehr als Briefmarken sammeln. Auch für Briefmarken sammeln brennt derjenige. Aber für uns ist es das Leben. Ja, wir haben uns den Kreaturen, den lebenden Hunden und auch den Vorfahren unserer Hunde, den haben wir uns mit Leib und Seele verschrieben. Und niemals würden wir wissentlich oder auch unwissentlich, weil wir uns ja regelmäßig schulen lassen und auch schulen, diesen Tieren, diesen Familienmitgliedern auf vier Beinen Schaden zufügen wollen. Das kommt überhaupt gar nicht in Frage. Deswegen ist es auch absolut absurd, dass diese willkürlichen Auslegungen jetzt uns treffen. Und sie treffen uns. Sie treffen altehrwürdige, alterfahrene Züchter. Mir fehlen da wirklich die Worte. Und auch wenn ich immer sage, man muss von der Emotionalität wieder weg, das ist schwer an der Stelle, weil diese Menschen sind verantwortlich für die Hunde und sie haben ihren Job bisher gut gemacht. Und sie werden jetzt dafür bestraft, weil man alle unter Generalverdacht stellt und weil es überhaupt gar nicht unterschieden wird, ob dieser Mensch mit diesem Hund, ob dieser Hund krank ist oder was auch immer. Es wird nicht unterschieden. Es wird einfach ja, in den Medien breitgetreten und einige Blogger und Menschen in der Öffentlichkeit springen auf diesen Zug auf. Der Grund erschließt sich mir tatsächlich noch nicht so ganz. Aber Tatsache ist, dass es der Fall ist und das schadet der verantwortungsvollen Rassehundezucht, schadet das. Die anderen interessiert es nicht. Ja, wird kein Einsehen sein, denn da geht es ums Geld. Und bei uns geht es nicht ums Geld. Ja, das ist unser Hobby. Und tatsächlich ist es so, dass wir unsere Hunde lieben. Wir wollen nicht, dass sie leiden und wir sorgen dafür, dass sie nicht leiden. Und tatsächlich ist es so, dass wir Datenerhebungen haben, die auch zeigen, dass unsere Hunde nicht leiden, keine Schmerzen haben und tatsächlich auch langlebig sind. Ja, das ist der Punkt, an dem man eigentlich schließen könnte und sagen könnte, ja, was wollt ihr denn? Weil das ist doch auch das, was die Gegenseite sagt. Und dann könntet ihr doch eigentlich auch hergehen und euch an einen Tisch setzen. Das würden wir sehr gerne tun und teilweise geschieht das auch schon. Aber es geschieht noch nicht in ausreichendem Maße. Wir verlangen ja nichts oder wir bitten nicht um etwas, was unverschämt wäre oder größenwahnsinnig oder dergleichen. Ja? Wir bitten tatsächlich um etwas, was nur recht und billig ist. Wir tun nichts anderes, als uns tagtäglich mit unseren Hunden, mit unseren Hunderassen zu beschäftigen. Und wir kennen unsere Hunde und die wahren Probleme in den Rassen, die kennen wir besser als jeder andere. Und mehr noch als jeder andere da draußen sind wir daran interessiert, die Probleme frühzeitig zu erkennen und sie nachhaltig zu lösen. Das ist in unserem Interesse für unsere Hunde. Deswegen sind wir tatsächlich sehr daran interessiert, in die Gespräche und in die Verhandlungen eingebunden zu werden, was unserer Ansicht nach bisher nicht in ausreichendem Maße geschieht. Teilweise werden wir gar nicht gehört. Es geschehen dann auch Stilblüten, die, ja, weiß ich nicht, die könnten lustig sein, wenn sie nicht so traurig wären, weil die Farbe Blue Merle wird plötzlich in Rassen gepackt, bei denen es überhaupt gar nicht vorkommt. Stummelrutigkeit, Übertypisierung, das sind Schlagwörter, mit denen man eigentlich in der Medienwelt gut zurechtkommt. Aber man muss tatsächlich hergehen und auch die rechtliche Situation betrachten. Die ist an der Stelle relativ eindeutig. Wir haben keine Beweislastumkehr in Deutschland im öffentlichen Recht. Ja, und genau das wird aber getan gerade. Da man nicht sagen kann, das hat mittlerweile auch das BEML schriftlich kundgetan und das ist auch genau gut so und richtig, dass man nicht eine Hunderasse per se komplett verbieten kann und eben auch Sippenhaft nehmen kann sozusagen, das ist nicht möglich. Man muss an jedem Individuum muss man feststellen, dieses Tier leidet, dieses Tier hat Schmerzen. Und tatsächlich ist aber genau das, was passiert. Im Vorfeld bringe ich Gutachten und ich muss beweisen, als Hundehalter, als Aussteller zum Beispiel, oder wenn ich auf eine Sporthundeveranstaltung gehen möchte, dann muss ich aktuell beweisen, dass mein Hund gesund ist im Vorfeld. Viele Tierärzte verweigern das, weil sie sagen, das kann ich ja nur für den einen Tag sagen.
Viele Tierärzte sagen, na gut, ich mache das, werden dann aber vom Amtsveterinär overruled an dem Tag, weil der sagt, nö, du gehst raus. Was letzten Endes der Veranstalter, also derjenige, der Hausrecht hat, der kann das tun. Das ist in aller Regel gar nicht der Amtsveterinär. Und die Menschen, die dort ausstellen oder eben tatsächlich an einer Hundeveranstaltung mit einer Prüfung im weitesten Sinne teilnimmt, der kann und sollte da auch dann Widerspruch einlegen. Das ist die rechtliche Geschichte und die wird sehr gedehnt an der Stelle. Entweder weil die beteiligten Personen das nicht wissen oder weil es ihnen zu Passe kommt, dass an der Stelle sie den Rechtsbegriff ein wenig aufweichen, weil sie ja auch davon ausgehen, sie tun den Hunden was Gutes. Im Endeffekt tun sie das nicht, weil die, die sie vermeintlich erwischen, das sind in aller Regel, es gibt Ausnahmen, ja, wo es gerechtfertigt ist, aber über die reden wir tatsächlich nicht, weil es eine verschwindend kleine Zahl ist. Und die, die rausgeschickt werden oder gar nicht erst antreten dürfen, weil sie eben eine Stummelroute haben, da ist es dann so, dass ich damit eine ganze Rasse tatsächlich erwische. Und das ist natürlich auch gewollt. Aber wir geraten dann wieder in diesen Prozess, dass ich eine Rasse ausschließe. Und das kann ich in Deutschland nicht. Ich darf das nicht. So, und das wissen aber viele tatsächlich auch von den Ausstellern nicht und verlassen sich eben auf das, was gesagt wird und sind dann immer sehr verzweifelt. Wie gesagt, die Willkür, die da aktuell stattfindet, das ist nicht immer einem bösen Willen geschuldet, sondern es ist auch ganz einfach ein Fakt, dass viele Menschen rudern und gar nicht so genau wissen, was mache ich jetzt. Es gibt keinen Leitfaden für die Amtsveterinäre. Und die kennen sich naturgemäß mit der Anatomie aus, das ist klar. Das tun auch die Zuchtrichter, nicht in dem Maße wie ein Tierarzt, aber vielleicht an anderer Stelle dann doch wiederum mehr. Aber für den Amtsveterinär ist es so, dass er an dieser Stelle dann stehen bleiben muss, weil er sich nicht für jede Rasse 10 Jahre Zeit nehmen kann, um diese Rasse in Gänze mit der Historie, mit allen möglichen Problemen in der neuen Wissenschaft, die neuen Studien kennen kann im Detail. Das ist gar nicht möglich. Da kann man demjenigen auch gar keinen Vorwurf machen. Der muss seine Liste abarbeiten und bekommt teilweise eben auch Druck von oben, wie gesagt wird, was auch immer oben ist. Das ist dann ein Punkt, an dem ich sage, da kommen wir in einen Bereich, der tatsächlich schwierig ist. Ja? Also der ist für alle Beteiligten schwierig und dann muss man eben tatsächlich Kompromisse finden. Aber die Kompromisse können nicht so aussehen, dass wir hergehen und sagen, wir opfern ein paar Rassen. Ja? Wir geben euch ein paar Rassen und dann lasst ihr die anderen in Ruhe. Das kann es nicht sein. In jeder Rasse, erstens, es gibt in jeder Rasse Probleme, die adressiert werden müssen. Und da wollen wir uns gar nicht wegducken. Im Gegenteil, ja, wir haben immer schon gesagt und es auch getan, neue Studien angeleiert, mit der Wissenschaft, mit Laboren zusammengearbeitet, ganz eng. Das ist für uns nichts Neues und das werden wir auch weiter tun. Aber tatsächlich verwahren wir uns gegen den Generalverdacht und wir verwahren uns auch dagegen, dass wir in eine kriminelle Ecke geschoben werden, unsere Züchter nämlich oder die Zuchtrichter. Das ist nicht recht. Das kann ich nicht tun. Ich spalte damit und ich verletze damit eine Menschenwürde an einem Punkt, wo überhaupt nichts anzugreifen ist. Und da, wo ich angreifen müsste, ja, da tue ich es nicht, weil ich es nicht kann oder weil es schwierig ist, weil die Leute, die nämlich Hunden Leid zufügen, sie als Gebärmaschine halten, ihnen kein adäquates Futter und auch keine adäquate Behandlung zukommen lasse. Da wird es nicht getan, weil es zu schwierig ist oder weil ich der Leute nicht habhaft werden kann oder weil da die Rechtssituation schwierig ist. Das kann es nicht sein. Ja, das ist in 2022 darf das nicht passieren. Und dafür setzen wir uns ein. Ja, das ist nichts anderes. Und deswegen haben wir unseren Verein, hätte ich beinahe gesagt, Verein ist es nicht. Auch das wird immer gerne missverstanden. Unsere Initiative haben wir kontrollierte Rassehundezucht ist keine Qualzucht genannt. Denn wenn ich wirklich hergehe und das so behandle, im wahrsten Sinne des Wortes, dann ist es so. Wir sitzen nämlich eigentlich alle in einem Boot. Es gibt eigentlich keine Gegner. Ja?
Derjenige, der wirklich nach bestem Wissen und Gewissen züchtet, der ist kein Tierquäler. Der kann es nicht sein, weil da Kontrollen vorgeschaltet sind, die selbst unwissentliche Probleme tatsächlich frühzeitig erkennen. So ist die Realität, auch wenn man das vielleicht gerne anders sehen möchte. Und dann kommt die Frage, die wirklich, wirklich wichtig ist und die sich die Politiker und Blogger und alle möglichen anderen Verantwortlichen stellen lassen werden müssen. Ja? Will ich die verantwortungsbewusste Hundezucht, Rassehundezucht, will ich die in Deutschland noch haben, ja oder nein? Möchte ich diese verantwortungsbewussten Hundezüchter, möchte ich die unterstützen, stützen und fördern oder möchte ich sie platt machen? Was möchte ich? Das ist meine Entscheidung an der Stelle und die ist sehr wichtig, weil wenn ich die kontrollierte Rassehundezucht so weiterhin behandle wie aktuell jetzt, wenn ich sie weiterhin schwäche oder auch verhindere, ja, weil ich Verbote ausspreche und die gewissenhaften Züchter sich dann auch daran halten, nicht die anderen, dann führt es zu einer Verschiebung und zwar nicht dahin, dass irgendwie der Markt sich verändert oder dergleichen. Das wird nicht passieren. Das sehen wir an den französischen Bulldoggen. Die gibt es nach wie vor zuhauf und die sind nicht aus dem VDH. Das Problem ist wirklich, dass wir glauben, dass Deutschland der Nabel der Welt ist. Um uns herum gibt es gar nichts. Und das ist ein Irrtum, weil um uns herum gibt es ganz viele Länder, die noch eine andere Zuchtordnung, ja, andere Zuchtregularien haben. Und aus diesen Ländern werden Hunde eingeführt werden. Im günstigsten Falle dann tatsächlich noch Hunde, die verantwortungsbewusst gezüchtet worden sind. Es sei denn, man spricht dann auch noch ein Haltungsverbot aus, dann wird es nochmal wieder komplizierter. Aber denken wir mal realistisch und sagen, okay, jetzt haben wir nur die Situation, nur in Anführungsstrichen, dass wir tatsächlich die Hundezucht und die Ausstellungen regulieren. Fein, okay. So, dann habe ich aber immer noch das Problem, dass der Markt nach wie vor so funktioniert, wie er nun mal funktioniert. Und wenn ich keinen verantwortungsbewussten Züchter der Rasse XYZ habe, dann gehe ich dahin, wo ich diesen Hund kriege. Und schon jetzt zahlen die Leute horrende Preise für Mischlinge, die nicht gesünder sind, ganz im Gegenteil, als Rassehunde. Und sie sind auch bereit, 5.000, 6.000 Euro für eine kranke französische kleine Bulldogge in einer merkwürdigen Farbe zu zahlen, ja, die es im VDH nicht gibt. Und das ist der Knackpunkt an der ganzen Geschichte. Und da muss ich ansetzen. Alles andere ist Augenwischerei. Alles andere ist wirklich nur Aktionismus. Und das ist das, was ich persönlich werfe das vor und sage, so kann ich es nicht machen. Wenn, dann muss ich es richtig machen. Und wir sind